Hallo Welt! Hallo Sarah! Sandra! Hallo Sandra! Ja, hallo Richie, hallo YouTube, da sind wir wieder. Und zwar Ja. suchen wir Jerome. Pfarrer Jerome, Pastor Jerome. Wir laufen hin, ist ja nicht so weit. Okay. Wir wissen ja auch nicht, was uns hier erwartet. Ein mysteriöses Schild ist hier schon mal. Okay. Was gibt es hier? Schilder? Pumas! Vorsicht! Puma Rang 3 hier! Kellets Geheul! Okay, gehst du rechts, dann gehe ich links. Oh, Moment, hier waren wir doch schon. Ja, aber hier sind ja Leute. Sorry, Hund. Ah. Oh, was? Gefangenenkonvoi verlässt den Ort. Verdammter Mist. Schnell hier rein! Wo rein? Moment. Du fährst. Ich hab Jerome uns zurückgelassen. Na toll. Was ist denn hier? Ja, komm. Schon okay. Mission gescheitert. Oh nein. Aber ich war gerade überrascht, weil ich mir sicher bin, dass wir die Mission hier schon gemacht haben. Mit Jerome nicht. Wir waren schon mal hier, aber wegen etwas anderem. Tut mir leid, dann war ich etwas raus gerade. Habe ich es kaputt gemacht jetzt, ja? 1 von 6. Vielleicht sieht der Ort auch nur gleich aus. Kann ja auch sein. Okay, wir suchen die Dinger. Damit wir den Ort hier auch freigeschaltet haben. Da ist noch ein Blatt zum Lesen. Und da ist noch ein Safe. Was mache ich denn? Oh, hier brennt's. Alles in die Luft. Welch ein Molotow. Schwitznamen. Da, wo es brennt, wenn es nachher aufhört, da ist ein Tresor. Hier ist noch was zu lesen. Hier ist überall was zu lesen. Okay, hier war einmal was. Haben wir das schon gelesen? Weiß ich nicht. Highwayman Notiz. Mickey will, dass die Mine wieder startklar gemacht wird und dann ein paar unversehrte Häschen hinschicken. Wenn sie dafür zu schwach sind, kommen sie zur Kugelfarm. Wenn Leute zu uns gehören wollen, schickt sie in die Kampfgrube. Wenn jemand Probleme macht, einfach zum alten Flugplatz bringen und wir kümmern uns drum. Alter Flugplatz, was die alles haben. Ja, hier ist noch ein Zettel. Hier ist wo was? Highwayman Notiz. Ich hab doch gesagt, Jerome wird zum Problem werden. Ich hab es gesagt und du hast gelacht. Gelacht hast du. Und jetzt hat er alles weggeballert. Viel Spaß beim Suchen. Richtig gehört. Ich werde dir nicht helfen, ihn zu finden. Das hast du davon, mich paranoid zu nennen. Aha. Ärger im Paradies. Ja, so sieht's aus. Hast du die Actionmusik immer noch bei dir? Ja. Och. Lass mal Actionmusik sein. Ich will den Ort hier frei haben. Ja, da komme ich. Habe ich hier noch einen Zettel? Nein. Hier ist noch ein Zettel.
zum Lesen. Notiz der Highwayman. Notiz an mich. Nicht nochmal eins der Kinder mit auf einem Überfall nehmen. Die denken doch immer, es ginge nur um Waffen und Ehre und bekommen einen Anfall, wenn sie merken, dass man die meiste Zeit damit verbringt, Reifen zu flicken und Überlebende zu erpressen. Ich wünschte, ich könnte sie einfach aussetzen. Oh nee. Toll. War nicht nett. Nee. Wo war denn noch was? Hast du einen Tresor gemacht? Tresor? Nee. Oder habe ich auch Tresor knacken? Nee. Uns fehlen noch ein paar Sachen. Hier, ich hab was für dich. Warte, ich bring's dir mit. Okay. Oh, ich kann den nicht tragen. Doch. Sieh nur, was ich dir mitbringe. Sehr schön. Ja. Dann nehmen wir noch die Leiter hoch. Ich weiß gar nicht, wie viele habe ich jetzt gefunden von den Dingern. Aber hier oben ist ja nichts. Wieso soll man die Leiter dann hoch? Ah, hier ist noch ein Tresor. Ach, hier ist was. Das ist ein Tresor. Noch um die Ecke hier. Mit den großen Reifen. Da. Oh. Titan. Okay. Wo könnte noch was sein? Ach, da fehlt immer noch was. Ich weiß es nicht. Ich sehe die Anzeige nicht mehr. Woran merke ich, dass wir alles haben? Auf der Karte ist dann ein grüner Haken. Nein, ist noch kein grüner Haken. Mindestens eins fehlt noch. Boah, das könnte überall sein. Oh, da haben wir gleich ein Auto. Manchmal sind die auch so ein bisschen außerhalb. Aber von hier oben sehe ich jetzt gerade nichts. Also wir suchen die Komponenten, ja, damit der Ort hier freigeschaltet ist und wir gegebenenfalls dann eine Schnellreise machen können, beziehungsweise uns über dem Ort dann abwerfen lassen können. Genau. Ja, man kann sich abwerfen lassen und dann landet man hier. Wenn man den Fallschirm nicht aufmacht, dann landet man unsanft. Also du sagst, da oben ist nichts, dann wollte ich ja da nicht hoch. Oh, Hundi. Ach ja, den musste ich. Das war ein Wachhund. Erste Hilfe ist voll. Oh, ich finde das letzte Teil aber auch nicht. Ist ein Puffgun, wenn du möchtest. Nicht da. Steht da. Nö. Nö, schon gut. Ich habe meinen Entenjäger dabei. Nö, das letzte Teil ist immer gut versteckt. Da warst du. Vielleicht beim Rad. Ja gut, ich sehe natürlich die Teile nicht mehr, die ich schon eingesammelt habe. Aber ich meine, hier hätte ich dir Bescheid gesagt, wenn ich irgendwas gefunden habe.
Ich sehe auch nichts mehr. Also ich habe auch mal so ein bisschen, ja? Ein Absuchen bringt ja auch nicht großartig jetzt was. Kann es sein, dass hier in den Häusern noch irgendwie was ist? Kann man da irgendwo rein? Nee, also. Ich hab schon geschaut. Da ist nichts zu machen. Da oben waren wir auch. Da ist nichts. Eingang war auch nix. Ja, dann lassen wir das, Richie. Echt? Wenn wir es nicht finden. Ja, wenn wir es nicht finden. Also eine ganze Folge jetzt hier rumirren, finde ich ja nichts. Könnte das denn noch sein? Nee, ist ein Kästchen. Ist kein weißer Haken. Wir haben aber auch immer eins gut versteckt. Oder ist manchmal so offensichtlich versteckt, dass man ja. Ja. Dass man dran weiß vorbeiläuft, ja. Da auf der Hütte hier. Nee, ich sehe es nicht. Naja, okay. Wir haben eine Abwurfstelle aber hier in der Nähe. Ja, die streiten sich schon drum. Ich glaube, die ist schon weg. Oder? Nein. So, da brannte sie. Ich bin Vorsicht! Auch. Aber hier unten ist Wasser. Ich muss nur plündern. Ich muss. Ich muss. Ach, schnell, erste Hilfe. Gut. Dann sollen wir, da ist ein Wegpunkt, 680 Meter. Sondern dahin. Ich will die nicht mehr plündern. Plündern ist voll. Warte. Ich wollte nur ein bisschen vorfahren, damit das Einsteigen erleichtert ist. Hier ist gar keine Straße, glaube ich, langsam. Nee. Einfach durch die Wallachei. Aber hier. Fangeltransport. Wer hat das gesagt?
Ist das nicht Pastor Jerome? Ja, ja, ja. Aber warum redet er nicht mit uns? Er hat vielleicht anderes vor. Oh, er hat sich schnell hinten reingesetzt, damit es so aussieht, als wäre er ein Gefangener. Vielleicht müssen wir den Transport nehmen und ihn rüberfahren. Ist festgebackt in einer Kiste. Den Wagen hier nehmen und ihn rüberfahren, damit es so aussieht, als würden wir ihn rüberbringen, oder? Ja, fährst du? Mal. Okay. Das ist dann wahrscheinlich verpackt, der sitzt auch in der Kiste drin. Was ist denn los? Da, wir fahren dich zu deinem Ziel. Da, die Highwaymen wollen dich. Warte, warte, stopp, stopp. Stopp? Ja. Warum? Ja, geht nicht. Komm, wir bringen dich zu den Highwaymen. Komm, die Zwillingsschwestern warten schon. Aber ich muss doch irgendwie... Ja, keine Ahnung. Lass ihn mal einfach da stehen. Und wir gehen mal zum gelben Punkt. Irgendwas ist das verbuggt. Ich soll ihn stehen lassen, sagst du? Ja, ist verbuggt, Richie. Das bringt gar nichts. Irgendwas stimmt ja nicht. Meinst du nicht, wir sollen ihn zum gelben Punkt bringen vielleicht? Nee. Nee, okay. Glaub nicht. Oder du bringst ihn, ich komme angelaufen. Weil irgendwas stimmt nicht. Ah, da kann ja... Er saß ja vorne, dann ist er schnell nach hinten. Ja. Er kann ja selber fahren zur Not. Der kennt ja den Weg wahrscheinlich. Erreiche Ryan Dot Aviation. Gehst du links? Ich geh rechts. Oder bist du schon rechts? Egal, dann gehe ich links. Okay, ich sehe gleich den Hof. Ja, wie kommen wir denn da rein? Da scheint niemand zu sein. Doch. Befreie steht. Ja. Töte keine unschuldigen Zivilisten, Gritschi. Ja, da, ich hatte die falsche Waffe. Das ist meine Ententöterwaffe und nicht die Befreiungswaffe. Entschuldigung. Guck mal, wie schnell er hier ist. Danke für die Hilfe. Tut mir leid. Wie viele sind denn gestorben jetzt? Oh, können wir nicht nochmal machen? Nee, ich habe alle getötet. Was Nein. für ein Blutbad. Wieso? Hier sind ja noch Gefangene. Ja, aber die meisten sind tot. Das war knapp. Ach, da ist er da. Ja, wie schnell er hier war, oder? Ich sag ja, das war irgendwie buggy. Da ist noch irgendwo einer gefangen. Ach so, er ist das. Wir stehen in deiner Schuld. Ich sollte mich erstmal richtig vorstellen. Jerome Jeffries. Die meisten nennen mich Pastor Jerome. Ich weiß wirklich zu schätzen, was du hier getan hast. Du hast ein Gespür dafür, Menschen zu helfen. Das ist eigentlich meine Berufung. Mickey und Lou hören erst auf, wenn sie Hope County ausgeblutet haben. Und es ist ihnen egal, wen sie dafür platt machen müssen. Wir brauchen Leute, die sich gegen sie auflehnen. Jemandem wie dir würde ich folgen. Also wenn du nach Verbündeten suchst, du hast einen.
Oh, prima. Was soll ich öffnen? Achso. Okay, abgeschlossen. Ich verstehe so Leute wie Jerome einfach nicht. Was hat man denn davon, andere Leute zu retten? Man muss sich selbst genügen. Das hat Papst immer gesagt. Ist was zu lesen auch, Richie? Mhm. Machen wir in der nächsten Folge, oder? Machen wir jetzt noch und dann. Highwayman-Notiz. Was für ein Glück, dass wir dieses Grundstück gefunden haben. Viel Platz für die Käfige und ein schöner, offener Bereich für die Umerziehung. Alle Häschen, die Probleme machen, werden es sich neu überlegen, wenn sie sehen, was hier vor sich geht. Ich besorge die nötige Ausrüstung. Trommle du genügend Leute zusammen, damit wir aufbauen können. Und sobald ich zurück bin. Sobald ich zurück bin, aufbauen. Gut. Erst. Wir sind auch so bald wie möglich zurück im nächsten Part. Also vielen Dank fürs Zusehen. Für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.